Priest ist der neue Film von Legion-Regisseur Scott Stewart. Sitzen bleiben! Priest. Ich beginne mit dem Positiven. Der Film dauert 87 Minuten inklusive Abspann und ist einer derjenigen Filme, die es trotz kurzer Laufzeit notwendig haben, eine 8 Minuten lange Credit Sequence zu zeigen. Das heißt, der Film an sich ist, wenn man sogar die Pre-Credits noch mit einberechnet, unter 80 Minuten lang. So viel zum Positiven. Stewart macht bei dem Film im Prinzip dasselbe wie schon bei Legion. Und zwar, er nimmt eine Geschichte, eine Vampirgeschichte, und baut zahlreiche Elemente von anderen Filmen eigentlich ein. Wenn man uns überlegt, der Anfang des Films erinnert mich klar an 1984. Außerdem, und das finde ich sehr witzig, in dem Film taucht das Predator-Theme an zahlreichen Stellen. Ich weiß nicht, ob es exakt das Predator-Theme ist oder nur eine daran angelehnte Weiterentwicklung auf. Außerdem gibt es Elemente von Judge Dredd, von wirklich vielen Filmen. Und je genauer ich schauen würde, desto mehr würde man wahrscheinlich finden. Und das Ganze passt oft einfach nicht zusammen. Und man merkt, es werden im Laufe des Films einfach Charakterentwicklungen, Storyentwicklungen dem Zuschauer entgegengeworfen. Quasi Story Development 3D. Ja, wir schmeißen es einfach alles hin. Zum Beispiel, man kommt nach über einer Stunde drauf, oh, Paul Bettany und Maggie Q gehören eigentlich zusammen, cool. Ich glaube, sie hatten vorher in dem Film 2 oder 3 Szenen gemeinsam. Also nicht einmal, dass man auf die Idee kommen könnte, dass da irgendwas dahinter steckt. Und das, sowie vor allem auch die Inszenierung der Action-Szenen. Man merkt, der Film geht an die Grenzen seines PG-13. Man sieht, man hat sich bemüht, möglichst viel einzubauen, und das meiste an grafischer Darstellung findet man lustigerweise in der Anfangs-Credit-Sequenz. Aber im Rest des Films ist es immer so, wenn etwas Brutales passiert, man sieht es, aber währenddessen quasi schneidet der Film schon wieder weg und ist dann plötzlich ganz woanders. Man merkt nicht nur den Szenen an, dass der Film eben von seinem R-Rating weg geeditet wurde, man merkt es aber auch der gesamten Story an. Man merkt, Priest will eigentlich ein 2-Stunden-Film sein und Priest will eigentlich mit seiner Geschichte, mit seinen Charakteren viel machen. Priest will aus seiner, wenn ich jetzt sage, mageren Existenz, klingt das noch viel netter, als ich das eigentlich sagen wollte, will da viel rausholen. Und ich hatte an mehreren Stellen des Films wirklich das Gefühl, Priest könnte ein interessanter Vampirfilm werden, weil das Vampir-Design in dem Film ist hier so wie eigentlich noch nie da gewesen. Es ist, es sind viele gute Ansätze, viele gute Ideen dahinter, und auch wenn es so lächerliche Szenen gibt, wie jemand springt in die Luft, jemand anderer wirft ihm Steine in den Weg und er steigt in der Luft auf diese Steine und kann so in etwa, was weiß ich, 5 Meter in die Luft springen, was natürlich absolut unmöglich ist, aber abgesehen davon hat der Film eigentlich recht gute Ansätze. Das Problem ist nur, dass er es einfach nicht schafft, seine Geschichte und seine Charaktere in einem Ausmaß weiterzuentwickeln, wie es für so einen Film notwendig wäre. Es ist, man kann fast beschreiben, man sieht sich ein Animation Showcase an.
fertig. Man sieht verschiedene Animationen, man sieht Charaktermodelle, man sieht eine Vermischung aus CGI-Effekten und weiteren CGI-Effekten. Man merkt, der Film nützt, abgesehen von der Credit-Sequenz, ich meine, ich habe nur die 2D-Version gesehen, aber ich habe gehört, das 3D von dem Film soll nicht atemberaubend sein. Trotzdem, was mich immer wieder wundert, Priest ist einer der aktuellen 3D-Filme, die hauptsächlich im Dunkeln spielen, wo man von dem 3D-Effekt nicht besonders viel mitkriegt. Mir hat die 2D-Version gereicht, mir hätte im Endeffekt auch die 0D-Version von dem Film gereicht, aber das ist dann eine andere Geschichte. Nein, ich bin gespannt, und wenn Priest irgendwann in einer weiteren Fassung herauskommt und wenn der Film wirklich als Director's Cut vermarktet wird und stark erweitert ist, werde ich ihn mir wahrscheinlich noch einmal ansehen, weil es tatsächlich viele Momente gibt, wo der Film für kurze Zeit eine Atmosphäre aufbauen kann, wo der Film durchaus interessant wird. Aber die Szenenabfolge ist dann so schnell und es fehlt mir oft vor allem der Übergang zwischen Szenen. Es ist oft so Szene, 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 Szene und dazwischen kaum irgendein Storyverlauf. Das erinnert mich an ein Video, das ich von einer Universität gesehen habe, die am ersten Tag einer Storytelling-Class für die Studenten Trey Parker und Matt Stone eingeladen haben. Und da wurde ein Detail über Storytelling gesagt, das mich persönlich beeindruckt hat. Es heißt, das Wort und ist für die Entwicklung einer Geschichte Gift. Also wenn man sagen muss, es passiert das und es passiert das und es passiert das, das geht nicht. Die wichtigen Wörter sind dann, deswegen und aber. Also wenn man sagt, es passiert das, aber dann passiert das, weswegen das passiert, dann passiert das und so weiter und so fort. So kann man eine Geschichte entwickeln und so kann man eine Geschichte spinnen. Und das fehlt mir bei dem Film einfach. Es ist, wie gesagt, eine Aneinanderreihung von visuell auf jeden Fall bemerkenswerten Szenen. Und optisch ist Priest eine schöne Produktion, ein wirklich gut anzusehender Film, aber es fehlt mir einfach an Charakter dahinter. Und deswegen, ich kann nur sagen, ich meine, wer Priest, so wie ich beispielsweise, im UK-Steelbook oder in Deutschland gibt es das identische Steelbook von Saturn mit der 3D-Version drinnen. Wer das haben will, holt es euch. Einen genauen Blick auf das Steelbook habe ich schon vor einiger Zeit veröffentlicht, das findet ihr auf meinem Channel. Wer sich den Film allerdings tatsächlich kaufen will, weil er sich auf den Film freut, vielleicht probiert man es zuerst mit der Videothek. Also mich hat Priest nicht begeistert. Es ist jetzt kein Film, wo ich nachher sage, es war alles schlecht und es war unanschaubar, aber es war für mich einfach ein langweiliger, gehaltloser Film, bis auf vereinzelte, ganz kurze Momente, eigentlich so wie Legion. Der Unterschied zwischen Legion und Priest ist, und ich glaube, das habe ich am Anfang von dem Video etwas falsch erzählt, in Legion geht es um Engel, nicht um Vampire, und in Priest geht es nun eben um Vampire. Aber ansonsten vom Stil her und von der Art eine Hommage oder vielleicht auch schon mehr auf andere Filme einzubauen, sind sich die beiden Filme recht ähnlich und auch von der ziemlich wenig beeindruckenden Wirkung unterscheiden sich die beiden Filme kaum voneinander. Schade.